aber ich möchte euch ein paar Informationen zu meinen Channelings geben. Ich mache meine Channelings immer mit Hintergrundmusik, egal ob online oder live, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Musik das Herz öffnet, uns entspannen lässt und wir für die Informationen und Energien der Engel oder aufgestiegenen Meister viel empfänglicher sind. Es geht auch nicht immer um das einzelne Wort und die Botschaft. Es geht vielmehr um die Energie, die uns die geistige Welt überbringen möchte. Mach es dir bequem und schließe deine Augen. Atme tief und ruhig ein und aus. Lass dich fallen. Du bist beschützt und geborgen von den Engeln, den aufgestiegenen Meistern, Maria Magdalena und ihren Weggefährten und den Schutzpatronen. Sei bereit für die Botschaften aus der geistigen Welt. Spüre, wie sich die Energie im Raum verändert, wie die Schwingung immer höher und höher wird. Ein Engel ist zu uns gekommen und wird uns seine Botschaft übermitteln. Seid gegrüßt, ich bin Erzengel Raphael. Ich begleite euch durch die Zeit des großen Umbruchs, der großen Transformation. Meinen Namen kennt ihr im Zusammenhang mit Heilung, Heilung am Körper, Geist und Seele. Doch es gibt viel mehr zu heilen, jetzt, in dieser Zeit. Heilung bedeutet so viel mehr als nur gesund werden, keine Schmerzen mehr zu spüren, eine Krankheit zu überwinden. Heilung bedeutet,